Auf den Gusto kann ich auch den Kugelhändler draufstellen. Damit ist das natürlich ganz praktisch, dass ich hier kleinere Mengen herstellen kann. Und ich kann diese Klingbasis hier unten rausholen und sauber machen. Oder eben, wenn ich es sogar vorsichtig mache, kann ich da auch gut die Paste rausholen. Und klar hat der Deckel, Zwischendeckel. Was hierbei jetzt zu beachten ist, ich muss den Fuß immer festhalten. Also erstmal befülle ich hier, ja. Ich möchte jetzt mit euch einen Brotaufstrich machen. Und da habe ich jetzt Folgendes. Ich habe Kürbis, ist die Grundmasse. Dann habe ich Apfel und Orange. Ich würde versuchen, die Orange zuerst unten zu haben. Und ich hatte schon an anderer Stelle mal gesagt, hier ist jetzt ein Stück Stiel, nehme ich mal raus, dass es günstig ist, das Weichere unten zu haben, Blattgrün und dann das Obst drauf. Und was hier auch ganz wichtig ist, dass ihr die Sachen relativ klein schneidet, weil der Klingenabstand ist nicht so groß und wenn sich dann dort irgendwie ein Stück verkeilt, dann transportiert sich das natürlich nicht weiter und blockiert auch die Klingen. Und ja, dann würde ich dazu packen. Für die Tiefe ein bisschen Zitronensaft, denn ich habe ja jetzt Apfel und Orange drin. Und wir sehen nur ein bisschen, ja, das ist nur für die Tiefe. Da gebe ich ein kleines Stück Ingwer rein. Klitze, klitze. Für die Schärfe. Ich habe immer gerne, wenn es nach Möglichkeit geht, die normalen Sachen, also die naturbelassenen Sachen zu nehmen. Ein paar Staudensellerie, habe ich auch ein bisschen was Würziges, Aromatisches und Salziges, aber das wird natürlich immer nicht reichen. Ich mache noch ein bisschen Salz dazu. Olivenöl. Und je nachdem, wie dick man das haben möchte, ich mache dann immer zum Dicken Sonnenblumenkerne rein. Könnt auch andere Kerne nehmen. Es wird sonst so schon ein bisschen dick durch den Apfel und durch die Orange, da sind Pektine drin. So, und dann... Jetzt haben wir Ingwer nicht rein. Ja. Auch würde ich relativ klein schneiden. Und an Gewürz würde ich noch ein bisschen... Nee, Basilikum passt mir hier nicht. Ich nehme ein bisschen Kresse, dann habe ich auch ein bisschen Schärfe und ganz leicht bitter. Denn wir haben ja süß. Also ich versuche immer alle Geschmacksrichtungen zu kombinieren. Hier in diesem Fall ist es jetzt bei dem, weil der relativ schnell abhebt, der Behälter, muss ich immer, aber das Piepen erinnert mich dann, muss ich dabei bleiben und den Fuß festhalten. Wenn ich stöße, sonst natürlich nicht. Gut. Ich nehme erstmal, fange ich an mit dem Programm für Mai. Gesehen, wir haben die Paste gemacht, die ist, kann man ein bisschen dicker machen für einen Brotaufstrich. Dann macht ihr ein bisschen mehr Sonnenblumen rein, Sonnenblumenkerne. Und was ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, wäre Petersilie passt prima dazu. Das würde jetzt, ist ein bisschen süß geworden, könnte ein bisschen weniger Apfel drin sein. Na ja, komm.
Nee, doch nicht. Mach das so. Sehr lecker.